Was können wir denn hier machen? Wieso war da etwas zum Schwingen? Verstehe ich gerade nicht genau. So, hier die Bilder hatten wir uns ja alle angesehen. Hui. Hui. Und mit Schwung. Entgleist hatten wir. Unten im Loch hatten wir. Und wie viel ist genug hatten wir auch. Wow. Okay, da können wir nicht so weit rumrennen. Da fallen wir ziemlich schnell nach unten. So. Ach, und dann... Aber hier oben waren wir auch schon. Bergwanderung. Was können wir mit den Gegenständen hier machen? Weil die leuchten so. Kann Jani damit was machen? Nee. Ich verstehe es nicht, warum die dann so leuchten. Können wir hier ins etwas spannen, wo wir nach oben kommen weiter? Ach, da ist... Ne, wir können da rüber zum Ventilator. Und auf die Lampe rauf. Nur klettern können wir hier nicht. Eieiei. Da können wir auch nicht weiter. Aber da können wir nach oben. Hm. Ich verstehe gerade gar nicht, wo wir noch hin können. Müssen, sollen. Ich habe gerade... Keinen blassen Schimmer, Freunde. Das haben wir schon alles. Da hinten können wir nicht rein anscheinend. Können wir die Tür vielleicht weiter aufmachen? Nee, es funktioniert auch nicht. Ach, hier gibt es ja noch ein Zimmer. Da geht es ja noch weiter. Ah, da geht es ja noch weiter. Eieiei. Mal gucken, ob es hier weitergeht. Oh, Klavier. Und hier stehen noch mehr Erinnerungen. Wieso komme ich da nicht hoch? Können wir da nicht einfach nach oben klettern? Ah, jetzt reicht uns so gar nicht mehr. Das ist ärgerlich. Ah, ich habe keinen Garn mehr. Ah, verdammt. Nixe Garne. Leute, wir haben kein Garn mehr. Wie komme ich jetzt an neuen Garn? Ich weiß gerade gar nicht, wo es hier weitergeht. Können hier überall hoch. Aber unser Garn reicht nicht aus. Nein. Muss ich mal gucken, wo ich noch ein bisschen Garn auftreiben kann. Muss ich das wieder rückgängig machen? Wir hatten uns ja so um die Lampe gewickelt und so, ne? Da hätten wir sicherlich noch ein bisschen Garn auftreiben können. Sammeln wir mal ein bisschen Garn. Guck mal, hier haben wir ein Durcheinander erzeugt. Müssen wir mal hochgehen und das wieder abbinden. Dann müsste es ja reichen. Ich glaube, hier können wir auch hochklettern.
Das auch abbinden. Wow! 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 Okay, jetzt sammelt er den ganzen Garn wieder ein. Das ist schick. Gut, von hier aus ist er gestartet. Sehr schön. Dann müsste jetzt der Garn eigentlich reichen. Um zu den Bildern im anderen Zimmer zu gelangen. Weil hier die haben wir ja schon alles kompletto gemacht. Wow, nein, ich will nicht da hoch. Da oben waren wir schon. Wir wollen uns jetzt im nächsten Zimmer gern die Bildchen anschauen. Ah, und jetzt kann er auch hier hochklettern. Super. Der Brief ist das nächste. Und dann kommt Wintersonne und Rost. Und dann wird es noch weitergehen. Ja, das Spiel hat schon einige Level. Hätte ich jetzt nicht gedacht so. Der Brief. Ja, die Gegend hier sieht schon wesentlich angenehmer aus, wie die letzte. Da ist ein Hirsch im Hintergrund. Ach, wie fein das wieder aussieht. Jetzt kommt so langsam mal wieder die super schöne Natur zum Vorschein. Wow! Ist der Fluss ausgetrocknet oder sollte es mal ein Fluss gewesen sein? So, frisches Garn. Und hier können wir uns wieder ein Trampolin spannen. Damit wir über den Gartenzaun kommen. Hui! Ich glaube, hier können wir wieder was hochziehen, oder? Für was ist das gedacht? Da müssen wir nach oben. Ach, und ich glaube, das Ding wippt sich, ne? Das wuppt sich! Hui! Ja, natürlich wuppt sich das. So, das müssen wir... Halt, 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 halt. Komm mal hier runter. So. Jetzt bleibt es auch hier. Schön angekettet. Was brauche ich da? Wahrscheinlich, um wieder einen Trampolin zu bauen. Jawohl. Schups. Und neues Garn. Dankeschön. Hier irgendwelche Münzchen für uns. Geheime Münzchen. Leider nicht anscheinend. Boah. Ach, das soll Winter sein. Schon der erste Schnee hier. Jetzt habe ich es erstmal gemerkt. Ach, da alles so gräulich und gar nicht so richtig weiß irgendwie. So, hier Raben erschreckt vor dem fürchterlichen Jarni. Was läuft denn hinten? Ach so, das ist wieder ein Hirsch. Wow. Eieiei. Diese blöden Vögel. Lasst uns in Frieden. Nein. Ach, hat uns so ein Scheißrabe geschnappt. Gut nochmal. So, jetzt aber schnell weg hier, sonst werden sie wieder böse auf uns. Uiuiui, da kommt schon der Erste. Wow. Nein. Ach. Kann man den nicht irgendwie ausweichen? Oder geht das nur im Versteck? Ich muss mal abzählen, wie viele wir kommen. Die werden immer in einen relativ gleichmäßigen Takt kommen, ne? Und da kommt zum Beispiel einer. Eins. Zwei, nochmal drei. Okay. Wir müssen hier mal einmal verstecken. Sicherlich. Ah, da kommt gleich der nächste. Wow, oh, das war knapp. Okay, aber mit diesem neuen Stück.
Stück Garn hier haben wir wieder einen neuen Checkpoint erreicht. Okay, wir müssen uns ein Sprungbrett bauen. Eieieiei. Autsch. Verdammt, können wir jetzt noch da hoch? Achso, nee, jetzt müssen wir hier unten lang. Okay. Verstehe. Geht ganz woanders lang, wie wo ich gedacht habe. Okay, hier müssen wir wieder was bauen, damit wir das Ding nach oben ziehen können, weil das werden wir gleich brauchen. Und ich nehme an, auch hier oben werden... Oder brauchen wir das doch da oben? Ah, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, das werden wir bloß benötigen, um da hochspringen zu können. Was haben wir da oben eigentlich alles? Was ist denn das hier für eine Vorrichtung? Wow! Okay, was ist das für eine Vorrichtung? Und für was brauchen wir diesen Klotz hier? Ich weiß das noch nicht. Eigentlich nur, um da hochspringen zu können. So. Und jetzt? Was bringt mir das? Ich kann mir doch auch hier was... Ich kann doch auch so nach oben. Ich kann doch auch hier ein... Sprungbrett bauen. Oder funktioniert das nicht? Nee, das funktioniert nicht. Da muss ich irgendwie nach oben. Muss ich die Kiste hier nach oben kriegen? Dass ich da rankomme? Das ist ja ein Ding. Das ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Moment, wenn wir uns schwingen wie ein Berserker, müssten wir doch eventuell da hochkommen ohne die Kiste. Ja. Uiuiui. Wie komme ich jetzt da hoch? Ah. Okay. Ah, der Hammer, der will nicht mehr. Und da komme ich jetzt ganz, ganz schlecht hin. Verdammt, wie kommt man denn da hoch? Als wäre ich im Prinzip dann hier die Kiste hochziehen müssen. Wir werden die Kiste mitschleppen müssen, wir kommen sonst nicht weiter. Nehme ich mal an. Oder? Funktioniert das? Ich meine, wir könnten die da hochschießen. Funktioniert das? Probier's mal aus. So. Nee, es funktioniert gar nicht richtig. Die Kiste da hochkriegen wird eigentlich nichts. Das kannst du doch verlöten. Wir müssen die da hochkriegen. Und hier, das bringt auch nichts. Wenn ich hier das Seil festmache, dann kannst du ja hier nicht die Kiste hochschieben. Das klappt da nicht, das ist viel zu steil. Da sieht man schon, dass das nicht funktioniert. Ah ne, ich hätte sie auch nicht so binden müssen. Ich hätte sie schräg rüber binden müssen, wenn dann, ne? Moment, da kriege ich nochmal hier hoch, löse nochmal das Ding hier. So. Wir müssen sie nämlich hierher binden und dann hier noch festbinden. Und dann können wir schon mal die Kiste bis nach hier oben schieben, theoretisch. Okay. So, kleines Päckchen. Du kommst mal ganz mit nach oben. Und Jani ist stark. Jani ist stark. Okay. So, jetzt muss ich hier noch was festbinden. Dann holen wir das Kistchen mal wieder nach hier. Aber ich sag immer, schieben ist besser wie ziehen. Und dann müssten wir jetzt theoretisch hier hochkommen. Na gut, aber hier waren wir ja auch vorher schon. Ja genau, und um jetzt da hinzukommen, müssen wir jetzt hier binden. Und noch hier binden. Und dann können wir die Kiste mit hier rübernehmen. Hui! So. Wir müssen das Ding also wirklich mit ganz nach oben schleppen. Na gut, das ist ja natürlich hier angedeutet. Da im Hintergrund sind auch solche Kistchen, ne? Wie die Jani jetzt hat. Okay, dann mussten wir also auch dadurch. Nu? Nee,
es geht oben rum irgendwo. Ja, wenn das bloß die Kiste ist, wie komme ich dann weiter? Wie komme ich denn noch weiter nach oben? Es geht doch gar nicht weiter nach oben. Wie kommen wir denn dahin, bitteschön? What? Ich check grad gar nichts, Leute. Ich check grad nichts. Puh. Mich ein bisschen kompliziert jetzt. Hier ist also bloß die Münze. Und wie komme ich dann bitte schön da nach oben? Kann mir das jemand verraten? Geht's denn irgendwo lang? Höchstens da zum Fenster raus. Also dann nicht. Hä? So, haben wir das jetzt bloß wegen der Münze gemacht mit dem Kistenschieben? Ich glaube, wir müssen da unten durch, oder? Ah, guck mal an. Dann haben wir das tatsächlich nur wegen der Münze gemacht. So, hier haben wir aber frischen Garn. Wonderful! Wonderful! Okay, da können wir auch noch mal rüber. Wow. Und da können wir hoch. Hoffentlich gibt es da oben noch was Schönes. Hui. Schauen wir uns mal ein wenig auf dem Dachboden an. Ach, hier gibt es wieder was zum Ziehen und Schieben. Da hoch werden wir nicht kommen. Das ist viel zu hoch für den kleinen Jarni. Selbst mit der Box. Ich habe das Ding einfach mal runtergeschmissen, weil ich annehme, dass das richtig war. So, frischer Garn. Frisches Garn. Das Garn. Ne, wurde ich schon korrigiert in den Kommentaren. Kennt du immer? Das heißt das Garn. Ja, mir ist ehrlich gesagt gar nicht bewusst, ob es jetzt männlich oder weibliches Garn. Wann benutze ich schon mal Garn? Sehe ich aus wie ein Stricker? Nein. Die Box haben wir für nichts gebraucht, glaube ich, oder? Komisch. Halt, ich glaube, wir müssen hier die Tür aufmachen. Und, ach, die Tür hier aufmachen. So, da haben wir was zum Bringen. Was gibt's denn hier? Da sind herabfallen. Oh! Guckt mal! Das Schöne ist ein Münzchen. Ein verstecktes, geheimes Münzchen. Wow! 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 Yeah! Und hopp! Psala! Und schua! Und kawong! Und kawong! Hoppsala! Ah, jetzt! Ah. Einen alten Rosteimer. Müssen wir wohl wieder mitschleppen. Um uns vor... Ah, ich verstehe. Um uns vor den garstigen Raben zu verstecken. Auch nicht schlecht. Schlau ist er, Dayani. Schlau ist er.
hoffe mal, der Eimer, der dreht sich jetzt automatisch um. Jawohl, sehr schön. Schönes Ding. Und wieder frisches Garn. Okay, da bricht langsam das Eis. Wieder frisches Garn. Können wir da irgendwie nach oben? Upsa! Upsa! Upsale! Funktioniert nicht. Wie komme ich denn da am besten hoch? Ich möchte die geheime Münze gern haben. Ich möchte nicht so viele solche Münzen übrig lassen müssen. Nur weil ich zu dumm bin. Können wir da eigentlich hochspringen? Ah, das hier können wir mit vornehmen. Ah, und dann hier nach oben rollen, ne?